Also ich habe ja nun rein beruflich mit vielen statischen Rechnungen zu tun gehabt und Festigkeitsrechnung und Stabilitätsrechnung. Und deswegen ist es natürlich hier immer noch so ein alter Zopf. Ich habe jahrelang mein Schiff immer hochgezogen hier mit stehendem Mast. Es ist auch dadurch überhaupt keinerlei Komplikation entstanden, auch keine äußerlich entstandene Sache. Aber durch irgendeine Sache eines schönen Tages wurde ein Vereinsbeschluss hier durchgesetzt in einer Versammlung. Und dann haben die gesagt, nein, im Stehenmast kommen keine Schiffe mehr hoch. Also wir wollen das nicht. Das betraf eigentlich hauptsächlich mich. Die anderen hatten ja keinen legbaren Mast. Ich habe ja einen Koker, ich kann mit eigenem Geschirr legen. Das habe ich mal gemacht, weil das Schiff ja in der Bille liegen konnte vielleicht. Dann musste ich jedes Mal am Mast liegen mit am Wochenende. Habe ich gleich so eingerichtet, mein Mast gehört zum Schiff, kann ich jederzeit legen. Also ich hatte dadurch, dass mir nun das Legen im Wasser immer beschwerlich war, die Dampfer sind hier vorbeigefahren, die Schlepper mit schrecklichen Wellen, habe ich mir gedacht, Mensch, legst du an Mast und habe auch jahrelang so gehalten. Und doch keiner wurde vielleicht gemeckert, aber gestört hat es ja eigentlich nicht. Denn wann sollte es stören? In der Woche oder am Abend legte ich bequem meinen Mast, wir haben hohen Schlippen. Wir haben ja damals das Schiff erstmal an Land, Hauptsache an Land, und machen kann man dann auch. Ja. Und dann fiel eben auf, naja, und dann kam Anordnung, ja, die Stabilitätsverhältnisse, irgendwas. Jedenfalls, wir wollen nicht, dass Masten an Land stehen. Und dann bekam hier der Dieter Helms den Auftrag vom Vorstand wohl, es darf kein Schiff aufgeschleppt werden mit stehendem Mast. Jetzt wurde es also ja nun ganz offiziell verboten, nicht nur das Versammlungsbeschluss. Das hat mich natürlich gewurmt, weil ich nicht einsah, warum. Das ist bei mir immer schlimm, wenn ich was nicht einsehe. Ich kann dogmatische Anordnungen, kann ich in meinem Ganzen eigentlich nie leiden, in dem Geschäft nicht. Wenn mir einer nicht erklären kann, warum etwas sein muss, zwangsweise, oder aufgrund von Erfahrung oder schlechten Erfahrung, war ich schlecht zu überzeugen, dass es notwendig ist. Denn nur dem Gesetz gehorchen, das kommt mir so vor wie religiöse Vorstellungen, die man ja auch nicht widerlegen darf, die muss man eben so nehmen. Und unberufen nehmen und sonst kommt man eben auf den Scheiterhaufen. Nicht? Das hat der kirchlichen Lehre auch sehr viel Abbruch getan und hat an ihrer Leistung sehr viel gelitten, hat sie darunter. Und daher haben sie auch so viele Sekten gebildet, die abweichend davon ihre eigene Dogmatik aufbauten. Immer Dogmatik aufbauen. Und solange man Dogmatik aufbaut, lässt man dem freien Gedankenspiel keinen Lauf mehr. Man engt ein, ohne es vielleicht zu wollen, aber man engt ein. Solange ein Gebäude auf logischen Erfahrungen oder auf logischen Überlegungen stattfindet, ist das Gebäude alleine tragfähig. Es bedarf keiner Stützen und keiner Gesetze, weil die sich selbst Gesetze sind. Nicht? Ich weiß, wenn ein Ball runterfällt, gehorcht er seinem Fallgesetz erbarmungslos, egal ob ich im Flugzeug den Ball fallen lasse, auf dem Mond, auf der Erde, er fällt immer runter. Es kann also dieses sein Grundgesetz, was den Ball kann ich nicht ändern. Also ich weiß, der Ball macht das, ich kann es beweisen vielleicht, kann es berechnen, alles mögliche. Aber was die Menschen geben, sich oft Gesetze, die diesen widersprechen, diesen natürlichen physikalischen Begriffen. Und das ist mir eben unbegreiflich. Die Natur zeigt, dass sie mit ihren Gesetzen doch ganz schön weit gekommen ist. Und die sind auch immer schön liegend auf der Lauer. Das Wasser liegt immer bei meinem Boot auf der Lauer und möchte gerne rein. Und ich möchte das nicht, also muss ich da zustopfen, wo es rein könnte. Es liegt wirklich immer auf der Lauer, das arme Wasser, weil es ja nicht anders kann. Und ich liege aber innen auf der Lauer, dass es nicht kann. So sitzen wir also immer im gewissen Gegenspiel. Ich weiß, das Wasser hat dieses Grundgesetz drin, es kann es auch nicht plötzlich vergessen. Und ich habe auch meinen Verstand, dass ich sage, ist hier ein Löchlein, muss ich das dicht machen, sonst läuft mein Schiff ab. Und deswegen werde ich mich immer wehren gegen dogmatische Verhaltensweisen. Ob das in der Arbeit war, ob das im Seglerverein ist, ob das in meinem privaten Zuhause-Leben ist oder Familienleben. Wenn mir einer nicht erklären kann, warum, ja, dann tut es mir leid.
Und wenn es nur macht, Kraft seiner Stellung, seines Amtes, dann ist es noch trauriger. Dann ist es eigentlich schade, dass es so ist. Dann kann ich nicht einsehen. Ich beuge mich natürlich der Gewalt, das ist eine andere Geschichte. Aber damit überzeugt, das schafft man nicht. Das ist nicht erst zu erwarten. Mir kann man mit Gewalt zwingen, wenn ich mein Leben für meine Familie retten muss, mein Lebensunterhalt, kann mich mein Chef mal zwingen, dass ich was mache, was ich nicht will. Aber er kriegt meist von mir schriftlich noch bestätigt, dass ich es gegen seinen Willen tue. Und das halte ich auch für richtig. Dann habe ich nie zurückgehalten. Wenn ich grundsätzlich gegen meine Meinung war, kriegt er schriftlich, das ist gegen meine Meinung, aber ich muss mich der Gewalt beugen. Und dann kommt meist ein Dementi, und so war das nicht gemeint, ja, und dann, ja, ich habe das nicht richtig erfahren, und dann kommen diese Auswüchse, und dann kriege ich es ja doch, unbewusst muss ich es ja nach physikalischen Gesetzen machen, mein Handel, Ingenieur ja immer. Ich kann ja nicht sagen, die Welle ist zwar ein bisschen dick, aber die dünnere bricht leider. Also, naja, das ist so mal so. So ist es ja auch. Und deswegen möchte ich nicht, dass ein Verein erstarrt durch Gesetze. Die Beweglichkeit, das ist für mich wichtig. Es darf nicht sein, dass ein Vorstand so stark wird, dass praktisch schon keiner was wagt, dagegen zu sagen. Dass er gleich so ein Donnerwetter empfängt, dass er gar nicht so, dass er Zittern kriegt, das darf nicht sein. Es käme einer Diktatur gleich. Ja, ja. Dann deutet das sehr schnell. Dann ist das extrem diktatorisch. Ein Diktator, der ein bisschen schlauer ist, der macht das nicht so. Der macht das unmerklich. Das merkt man ihn gleich. Das sind nur seine Untergebenen, die 110% sind. Die sind selber die höflichen Drahtzieher zwar, aber die höflichen Leute, die also das selbst nicht so also zu verantworten haben, das sind ja mehr die etwas eifrigen Untergebenen. Ne? Aber das so macht er das. Aber in einem Vereinsvorstand, diese demokratische Lebensform, die hat auch leider oft den Hintergrund des dogmatischen Denkvorganges. Nicht wer nicht eine Denkrichtung hat, die nicht ganz in die Richtung passt, sozusagen nicht die Political Correctness hat, dann wird sie ja mehr oder weniger auch bekämpft. Und so ist es leider, darf es im Verein nicht werden. Man schweigt, man hat Angst um seine Stellung, um seine Karriere, also hält man das Maul. Und dann kann ruhig eine Riesenfirma in den Keller gehen, nicht? Das hat ja die Direktion, Kraft ihres Amtes, ja alle diese Fehler gemacht. Aber ich war ja nur der dumme Angestellte, ich habe nichts gesagt. So, das ist das, was eigentlich eine vollkommen falsche diktatorische Entwicklung wäre. Und im Verein darf niemals eine diktatorische Denkrichtung schon entstehen. Wir sind alle zusammen in einem gleichen Verein. Es haben sich ehrenamtliche Leute gefunden, Gott sei Dank, die den Verein steuern, aber nicht wie ein Kapitän, sondern mehr oder weniger, jeder darf mich ablösen nach dem Richtung. Und ich bin froh über jeden, sorgfältig, nicht hingequatschelten, sorgfältigen Hinweis, was man bessern, ändern oder korrigieren sollte. Aber immer in dem Gesamtziel, offenes Ohr haben zu müssen für sämtliche Sachen, die nicht reingeredet sind, sondern die notwendig sind, um das Zusammenleben erträglich zu machen. Und für jedem soll es etwas mitgeben für sein Leben. Nicht? Er soll ja in seinem Leben auch etwas mitbringen, wenn er vom Seglerverein nach Hause kommt, von Gesprächen oder irgendwas.